Ein neuer Tag auf Hessens Straßen. Ich bin wieder auf Tour und wieder bin ich einem Autobahnmysterium auf der Spur. Oft starten meine Fahrten ja hier auf der A661 und wenn ich dann so hier lang fahre, Frankfurt Ost, die Ausfahrt vorbei, dann kurz vorm Kaiserlei Kreisel und ich gucke dann rechts runter, dann sehe ich diesen komischen Torbogen mitten auf einem grauen Parkplatz und immer frage ich mich, was macht der da? Das ist die ehemaligen Riederhöfe, weil die Haltestelle so heißt. Ah, das ist ein guter Hinweis. Aber ist das auch schon die heiße Spur? Um die Wahrheit zu erfahren, brauche ich einen Experten. Einen, der die Frankfurter Stadtgeschichte kennt wie seine Westentasche. Einen wie Mirko Becker. Jeden Tag präsentiert er ein Kapitel der Frankfurter Historie auf seinem Instagram-Kanal damals in Frankfurt. Was also hat es mit dem Torbogen auf sich? Wir sind hier an den ehemaligen Riederhöfen. Dieser gotische Torbogen, der gehört zu einer größeren Anlage. Der Bogen selbst ist im 15. Jahrhundert entstanden und der Riederhof, der ist vor über 800 Jahren erbaut worden und war damals dann im Verteidigungssystem der Stadt Frankfurt implementiert und hatte eine wichtige Aufgabe, und zwar die Frankfurter Bevölkerung zu schützen. Es war schon ein wichtiger Punkt im Frankfurter Befestigungssystem, hatte aber jetzt nicht die Bedeutung wie an anderer Stelle. Aber es war schon wichtig, an der Stelle halt vor allem die Hanauer Landstraße zu schützen. Deswegen gab es das. Das hier nehme ich an. Hier waren Holzbalken drin, oder? Wie diese Nische? Genau, also du hattest hier Holzbalken drin, die auf die andere Seite durchgegangen sind und du konntest dann letztendlich, wenn die Türe verschlossen waren, nicht von außen einfach die Türen aufstemmen, sondern du hattest hier eben Blockaden, hat Zeit verschafft, sich in Stellung zu bringen, wenn man angegriffen worden wäre. Früher waren die Riederhöfe rund 8 Fußballfelder groß, erzählt mir Mirko. Heute ist hier ein Industriegebäude. Ein Hausmeister kümmert sich um die Pflege. Der Torbogen steht auf dem Parkplatz eines Autohändlers. Aber warum steht er da so einsam rum? Das ist das letzte Überbleibsel von den Riederhöfen, die bei den Luftangriffen 1944 zerstört worden sind. Das hatte letztendlich Glück gehabt. Ne? Die restlichen Bauten wurden zerstört und wurden dann nachträglich abgetragen. Warum jetzt dieser Bogen nicht mit abgerissen worden ist, es gibt jetzt nicht den einen Grund, aber wenn man so in die Historie schaut und auch so in der Altstadt, da findet man auch immer wieder so einzige Überbleibsel, dann hängt es meistens damit zusammen, dass Eigentümer so einen gewissen historischen Wert gesehen haben und gesagt haben, okay, wir lassen diesen Torbogen hier an der Stelle stehen und heute steht er auch unter Denkmalschutz, ja. Sodass er nicht mehr abgerissen werden darf und wirkt so ein bisschen kurios, aber war früher wirklich wichtig für die Frankfurter Verteidigung. Wie wirkt dieser Torbogen auf dich, wenn du den so siehst? Es ist so zweigleisig, einerseits kurios, wenn man jetzt von oben drauf schaut, wo wir uns hier eben befinden. Andererseits ist es aber auch super spannend, weil du hier so das frühere Frankfurt eben nochmal nachvollziehen kannst. Nachvollziehen kannst, dass es eben hier total wichtig war, diese Verteidigung zu haben, weil es früher eben nicht sehr friedlich hier immer abging. Von daher finde ich es einfach so ein spannendes Relikt früherer Zeiten. Mirko ist begeistert, ich bin begeistert. Was für Geschichten hinter so einer Ruine stecken können, das ist schon spannend. Und wieder ist die Geschichte hinter einem Autobahnmysterium geklärt.